Moin! Heute geht es ums Fachgespräch. Einmal werde ich ein bisschen was Organisatorisches erzählen und euch einen Leitfaden, Tipps und Tricks mit einer Hand geben. Und ich werde auch selber mich einem Fachgespräch stellen. Das heißt, ich mache erstmal eine Präsentation, stelle da meine Problemstellung vor und danach wird mich Jerome mit Fragen löchern und wie die Prüfer in der IHK-Prüfung mir Fragen stellen. Erstmal zum organisatorischen Part. Am Tag der Prüfung wirst du die Aufgabenstellung für dein Fachgespräch erhalten. Und dann hast du erstmal 30 Minuten Vorbereitungszeit. Du bist da in einem Raum und hast da Schreibzeug, hast da kleine Karten, eine Flipchart und kannst dich darauf vorbereiten. Und in dieser Zeit musst du deine Präsentation vorbereiten. Die Präsentation, damit geht es direkt nach der Vorbereitungszeit los. Für die Präsentation sind circa 15 Minuten geplant und da musst du dann 15 Minuten frei reden unter Anwendung von Präsentationstechniken, das heißt nicht zu schnell reden, nicht ein bisschen zu langsam, nicht irgendwie nur auf den Boden schauen, nicht irgendwie woanders hinschauen und das ist dabei erstmal wichtig. Natürlich musst du auch eine Methode wählen, um deine Präsentation erfolgreich zu gestalten. Das heißt, du musst dir überlegen, okay, was wende ich jetzt an? Nehme ich vielleicht einen Management-Regelkreis? Nehme ich vielleicht einen PDCA-Zyklus? Nehme ich vielleicht das Ishikawa-Diagramm? Das steht dir dann frei. In der Präsentation ist der Schwerpunkt Führung und Personal. Das heißt Personalentwicklung, Personalführung oder Qualitätsmanagement. Es können aber auch Orga-Fragen, also Argus, Kostenwesen drankommen und auch außer Technik. Das heißt, je nachdem, was du für einen HAKU-Schwerpunkt hast, kann drankommen. So, nach der 15-minütigen Präsentation folgt das eigentliche Fachgespräch, das abschließende Fachgespräch mit den Prüfern und Prüferinnen der IHK. Dafür sind 30 Minuten eingeplant und da werden dir Fragen zu deiner Präsentation gestellt und auch andere Fragen, die vielleicht bei den Prüfern aufgekommen sind. Die Präsentation vorher zählt 30 Punkte, das Fachgespräch danach zählt 70 Punkte. Und daraus ergibt sich dann die Abschlussnote und wenn du da über 50% hast, hast du bestanden. Wichtig beim Fachgespräch und bei der Präsentation ist ein ordentliches Auftreten. Das heißt, vielleicht kein ungebügeltes Hemd anziehen, sondern was Gebügeltes. Auf jeden Fall nicht in Jogginghose kommen und dann ist auch noch eine richtige Ansprache der Prüfer von Beginn an wichtig. Das heißt, siezen, respektvoller Umgang, am besten nicht so viel fluchen und dann läuft das auch. Du hast dich jetzt 30 Minuten vorbereitet auf die Präsentation. Das heißt, du gehst jetzt in einen neuen Raum und dort sitzen dann mehrere Prüfer vor dir. Und dann fängst du erstmal mit einer Einleitung an. Das heißt, du begrüßt die Prüfer und stellst dich vor. Du beantwortest ihnen die Frage, wer bin ich und wo komme ich her? Das heißt, ich werde gleich auch meinen Namen erstmal sagen. Ich werde sagen, wo ich herkomme, wo ich arbeite, was mein Beruf ist, was mein Tätigkeitsbereich ist und auch, was mich motiviert. Warum führe ich das Fachgespräch? Warum ist es mir wichtig, selber Meister zu werden? Im Anschluss daran erzählt ihr dann noch, wie ihr das Fachgespräch gestaltet. Das heißt, was ist die Problemstellung bzw. die Aufgabenstellung, also welchem Thema nehmt ihr euch an? Wollt ihr die Qualität verbessern? Wollt ihr die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern? Oder geht es vielleicht um nicht so gute Bauteile? Das müsst ihr dort erläutern. Und im Anschluss ist es auch hilfreich, dass ihr eine kleine Agenda den Prüfern und Prüferinnen vorstellt. Das heißt, erstmal eine Einleitung, dann was macht ihr im Hauptteil, warum ist es wichtig, eine Zusammenfassung zu machen und dann könnt ihr auch schon darauf eingehen, dass nach deinem Part auch das eigentliche Fachgespräch bzw. eine Fragerunde folgt. Herzlich willkommen zu meinem Fachgespräch. Mein Name ist Marco Lackner und ich bin 27 Jahre alt.
Ich komme aus Rinteln und arbeite dort auch bei der TEW GmbH. Wir stellen hauptsächlich Außenspiegel für die Automobilindustrie her und arbeiten viel im Spritzgussverfahren. Ich selber habe vor 5 Jahren erfolgreich eine Ausbildung abgeschlossen zum Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik und seitdem arbeite ich in der Abteilung für Spritzgusstechnik bei uns. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr meinen Industriemeister erfolgreich abschließe und danach möchte ich auch weiter bei der TEW GmbH bleiben und dort als Fertigungsleiter arbeiten, um die Prozesse zu optimieren und auch damit ich mehr Mitarbeiterverantwortung übernehmen kann und ein eigenes Team zu leiten. Heute im Fachgespräch geht es um eine Problemstellung und zwar hat der Vertrieb uns gemeldet, dass die Qualität unserer Bauteile nachgelassen hat. Ein großer Kunde möchte uns zu einem B-Lieferanten hinabstufen und ich werde dieses Problem im Fachgespräch lösen. Und dazu habe ich mir die folgende Agenda überlegt. Erstmal geht es mit einer kleinen Einleitung los und im Anschluss folgt der Hauptteil. Der Hauptteil besteht aus einer Vorbereitung. Als Vorbereitung zur Lösung des Problems der schlechter werdenden Qualität habe ich mir überlegt, dass wir da ein Brainstorming veranstalten. Nach dem Brainstorming werden wir das Ishikawa-Diagramm nutzen, um daraus Maßnahmen zur Problemlösung abzuleiten. Danach fasse ich das nochmal zusammen und zum Abschluss folgt ja das eigentliche Fachgespräch und dort können Sie mir Fragen stellen und gerne zur Präsentation oder zu anderen Themen. Nachdem du mit der Einleitung durch bist, kommt dann der Hauptteil. Und im Hauptteil geht es um Methodik, Methodik, Methodik. Das heißt, du beantwortest im ersten Schritt die Frage, welche Methode nutzt du? Nutzt du jetzt beispielsweise den PDCA-Zyklus? Nutzt du ein einfaches Brainstorming? Nutzt du einen Management-Regelkreis? Nutzt du einen Soll-Ist-Vergleich? Du hast ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die du im Unterricht gelernt hast, anzuwenden. Wichtig ist, dass du natürlich sagst, welche Methode du nutzt, aber auch begründest, warum die Methode von dir genutzt wird. Das heißt, es nützt jetzt nichts, einfach zu sagen, ja, ich nehme PDCA-Zyklus, easy peasy und Abfahrt, sondern du musst es einfach begründen. Zum Beispiel sagen, ja, ich nutze den PDCA-Zyklus, weil das ein sehr mächtiges Instrument aus dem Qualitätsmanagement ist, der auch den Anforderungen der DIN ISO 9001 entspricht und ich damit das Problem, was hier in der Aufgabenstellung beschrieben wird, lösen kann. Das Herzstück ist dann natürlich die Umsetzung der Methode. Das heißt, wie wendest du praktisch jetzt den PDCA-Zyklus oder, wie ich gleich, das Ishikawa-Diagramm an? Das heißt, du erklärst, ja, ich nehme jetzt hier das Ishikawa-Diagramm, den PDCA-Zyklus für meine Aufgabenstellung und das bedeutet dann de facto, dass ich hier die Probleme so und so erläutere. Das heißt, das ist wirklich das, wo du am meisten Zeit für brauchst. Und dann ist es noch zum Abschluss des Hauptteils ganz wichtig, dass du dann auch sagst, okay, ich habe jetzt hier meine Methode angewendet und diese Methode hat mir geholfen, die Aufgabe zu lösen und das ist die Lösung meiner Aufgabe. Das ist ganz wichtig, darf man nicht vergessen, dass du ja ein Problem lösen sollst und du die Lösung am Ende dann auch präsentieren musst. Also das ist der Hauptteil der Präsentation und der ist sehr wichtig. Mit dem Hauptteil meiner Präsentation werde ich nun die Aufgabe lösen und die Problemstellung auch beantworten, wieso die Qualität nachgelassen hat. Zuallererst müssen wir den Ursachen auf den Grund gehen. Warum sind unsere Bauteile jetzt nicht mehr in so einer Qualität, wie unser Kunde das gewohnt ist? Und dafür müssen wir erstmal Ideen sammeln. Als Methode, um Ideen zu sammeln, eignet sich das Brainstorming einfach sehr gut. Und bei dem Brainstorming ist es mir besonders wichtig, dass unterschiedliche Parteien an diesem Brainstorming teilnehmen,
damit wir auch möglichst vielfältige Problemursachen herausfinden können. Und wir haben uns überlegt, dass die Produktion auf jeden Fall dabei sein muss. Die Produktion besteht bei uns, bei der TIW GmbH, zum einen aus den Mitarbeitern, die an der Spritzgussmaschine sitzen, aber auch aus der Instandhaltung. Das heißt, da kommen zwei Mitarbeiter aus der Produktion. Der Vertrieb wurde auf das Problem hingewiesen. Deswegen haben wir gesagt, der Vertrieb muss auch dabei sein. Und die wissen ja auch, was die Kunden wirklich wollen. Ist es vielleicht ein Oberflächenproblem? Ist es ein Problem mit der Stabilität? Wir wissen nur, dass die Qualität nicht mehr so gut ist. Der Wareneingang sollte auch dabei sein, weil der Wareneingang essentiell für die Qualität ist. Es ist wichtig, dass wir wissen, was wir überhaupt für Material bei uns in eine Spritzgussmaschine bekommen. Und zu guter Letzt ist es mir auch wichtig, oder uns als Team, dass das Qualitätsmanagement mit dabei ist, weil die ja einfach dafür verantwortlich sind, die Qualität unserer Bauteile zu überwachen. Beim Brainstorming sind wir dann wie folgt vorgegangen. Wir haben uns in einem Meetingraum getroffen und jeder hatte die Möglichkeit, seine Ideen zu sagen. Und dort sind wir dann auf unterschiedliche Probleme gekommen oder Problemursachen, die für die mangelhafte Qualität sorgen können. Das ist zum einen die Staubigkeit, die Feuchtigkeit, der veränderte Materialfluss. Und auf diese ganzen Ursachen werde ich jetzt sofort nochmal eingehen. Aber das Brainstorming an sich ist ein bisschen zu unübersichtlich. Und deswegen habe ich mir das Ishikawa-Diagramm zunutze gemacht. So, ich würde dann einmal das Ishikawa-Diagramm hier auf meiner Planwand vorbereiten. Das Ishikawa-Diagramm wird auch Ursache-Wirkungsdiagramm oder 8M-Methode genannt. Und diese 8 Methoden, die dort relevant sind, habe ich jetzt hier schon angebracht. Ein beliebter Name fürs Ishikawa-Diagramm ist auch Fischgräten-Diagramm, weil wir jetzt hingehen und unsere Kategorien miteinander verbinden, wie bei Fischgräten. Und auf die kleineren Gräten werden wir gleich unsere Ursachen schreiben, die wir mit dem Brainstorming herausgefunden haben. So. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir als Kopf von unserem Fisch hier das Problem haben. Und das Problem bei uns in der Aufgabenstellung ist ja die mangelhafte Qualität von unseren Bauteilen. Und wir sind jetzt mit dem Ishikawa-Diagramm strukturiert in der Lage, das Problem zu analysieren und ihm wirklich auf den Grund zu gehen. Und da können wir jetzt die Punkte aus unserem Brainstorming nutzen. Das heißt, wir gucken uns jetzt beispielsweise mal den Punkt Feuchtigkeit und staubig an und sehen dann, okay, Feuchtigkeit und Staub, das passt ganz gut in unsere Umwelt bzw. Mitwelt. Ich habe ja schon gesagt, 8M-Methode, Mitwelt. So, und das ordnen wir dann mal hier zu als unsere kleinen Untergräten. So. Und dann können wir jetzt schon mal sagen, okay, vielleicht liegt das Problem unserer mangelhaften Qualität der Bauteile an unserer Umwelt, dass wir eine zu hohe Feuchtigkeit in unserer Halle haben oder dass es zu staubig ist. Dann haben wir auch messbare Faktoren. Das wäre beispielsweise ein veränderter Feuchtegehalt im Granulat. So. Das ist ein messbarer Faktor oder auch veränderte Parameter in der Halle. Beispielsweise hat sich vielleicht die Temperatur geändert, die Einstellungen der Klimaanlage. Das kann sich verändern, das können wir messen. Und das auch diesem Punkt der Messbarkeit zuordnen.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist beispielsweise eine mögliche schlechte Stimmung. Die haben wir jetzt auch beim Brainstorming herausgefunden. Und die schlechte Stimmung, die würde bei den Menschen auftreten. Das heißt, bei unseren Mitarbeitern im Betrieb. So. Was auch noch sein kann, ist eine falsche Arbeitsanweisung und eine mangelhafte Kommunikation von Seiten unseres Managements. Das heißt, die Führungskräfte haben vergessen, uns richtige Arbeitsanweisungen mit auf den Weg zu geben oder die kommunizieren einfach nicht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man einfach beachten muss, und das kann auch zu einer mangelhaften Qualität führen, wenn man aneinander vorbeiredet, wenn im Betrieb einfach nicht vernünftig kommuniziert wird. So, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, gerade im Bereich der Kunststofftechnik ist es wichtig, dass wir beim Material Fehler haben, zum Beispiel bei unseren Verbrauchsmaterialien. Wir müssen häufig beim Spritzguss ein Trennmittel auftragen. Es könnte genauso gut sein, dass wir auch ein neues Granulat nutzen als Ausgangsmaterial, und dieses neue Material, dieses neue Granulat hat vielleicht einfach andere Eigenschaften. Und das ließ sich dann dem Material zuordnen. So. Nicht in jeder Präsentation werden Sie 8 M's finden. Beispielsweise das Geld bzw. Money. Das kommt nicht in jedem vor, aber bei uns beim Brainstorming kam raus, dass es vor kurzer Zeit zu Lohnkürzungen kam. Was auch ein möglicher Grund ist für eine mangelhafte Qualität der Bauteile, weil die Mitarbeiter vielleicht nicht mehr so zufrieden sind, das zählt dort mit rein. So, wir haben auch noch den Punkt unserer Maschinen. Beim Spritzguss arbeiten wir an Spritzgussmaschinen, und das ist sehr problematisch, wenn wir da beispielsweise Wartungsintervalle nicht einhalten. Oder wenn wir eine neue Maschine haben und diese nicht richtig einrichten. So. Dann haben wir als letzten Punkt, den wir aus dem Brainstorming noch mitnehmen, einen veränderten Materialfluss. Es könnte beispielsweise sein, dass bei uns die fertigen Bauteile nach dem Spritzgussverfahren anders gelagert werden, bei anderen Temperaturen, vielleicht auf anderen Materialien, wodurch eine mangelhafte Qualität der Bauteile zustande kommen kann. Bei der Fertigung des Ishikawa-Diagramms ist uns dann im Gespräch aufgefallen, dass erstmal sich Schlieren gebildet haben. Das hat der Vertrieb mit uns kommuniziert. Das heißt, die mangelhafte Qualität kommt durch Schlieren. Und dann haben wir in unserer Brainstorming-Gruppe überlegt, okay, was für Gründe sprechen denn für Schlierenbildung? Das ist zum einen, dass wir jetzt neues Granulat haben. Neues Granulat mit einer veränderten Feuchtigkeit. Das heißt, wir haben andere Ausgangsstoffe, wodurch ja, die Maschineneinstellungen sich ändern müssen. Aber das Problem ist, dass keine Kommunikation von Seiten des Managements stattgefunden hat und deswegen leider die Maschine von uns in der Produktion nicht angepasst werden konnte. Der Wareneingang hat sich nichts bei gedacht. Das gleiche Granulat ist geliefert worden, aber dass da andere feuchte Gehälter sind, wurde auch von dieser Seite nicht kommuniziert. Und all das hat dann zu der mangelhaften Qualität von unseren Bauteilen geführt. Das heißt, wir haben jetzt hier durch das Ishikawa-Diagramm, durch das Brainstorming in unserer großen Runde herausgefunden, woran das Problem liegt. Aber ein wichtiger Bestandteil der Aufgabenstellung jetzt hier ist es auch, dass wir sagen, wie wir das in Zukunft abstellen können. Und dort ist die Kommunikation essentiell wichtig. Wir werden von nun an regelmäßige Meetings einführen, wobei der Wareneingang, das Management, das Qualitätsmanagement und die Produktion sich zusammensetzen und Neuerungen, gerade was das Granulat angeht,
auch wenn es theoretisch das gleiche Granulat ist, nur wenn es ein anderer Lieferant ist auch, muss das klar benannt werden. Und deswegen ist es dort wichtig, das Management auch mit ins Boot zu holen und dass solche Entscheidungen einfach kommuniziert werden. Und dann können wir in Zukunft auch die Qualität von unseren Produkten gewährleisten. Ich habe es am Anfang schon angekündigt, dass mein letzter Punkt die Zusammenfassung ist. Zusammenfassend kann ich jetzt sagen, dass das Problem unserer mangelhaften Qualität der Bauteile daran lag, dass der Wareneingang, das Management und die Produktion nicht miteinander kommuniziert haben. Das haben wir durch ein gemeinsames Brainstorming aus den unterschiedlichen Bereichen und eine darauf folgende Ishikawa-Analyse bzw. die Nutzung des Ishikawa-Diagramms herausgefunden. Für die Zukunft haben wir uns überlegt, dass wir Regeltermine einführen, bei denen Neuerungen beispielsweise beim Granulat bekannt gegeben werden, so dass der Wissensstand entlang des kompletten Materialflusses gewährleistet ist. Ich würde mich nun zum Abschluss noch gerne bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Nach der Präsentation folgt nun das eigentliche Fachgespräch. Das dauert circa 30 Minuten und dabei müsst ihr euch den Fragen der Prüferinnen und Prüfer stellen. Zum einen werdet ihr nach euren Lösungsansätzen gefragt. Das heißt, es wird hinterfragt, warum wurde beispielsweise das Ishikawa-Diagramm genommen und nicht ein PDCA-Zyklus. Das heißt, es wird auf eure Präsentation eingegangen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass euch auch noch andere Fragen gestellt werden. Zu anderen Themen, wie beispielsweise zum Kostenwesen, wenn es jetzt im Fachgespräch nicht ums Kostenwesen ging. Und diese 30-minütige Fragerunde macht 70% eurer Note der Prüfungsleistung aus. Und es gibt für das Fachgespräch und auch für die Präsentation drei wichtige Bewertungskriterien. Das ist zum einen eure fachliche Kompetenz. Das heißt, sind eure Antworten überhaupt richtig? Hat das Hand und Fuß und macht es Sinn, was ihr da erzählt? Zum anderen gibt es noch die Methodenkompetenz. Und dabei kommt es vor allem auf die gewählte Methodik an, beispielsweise das Ishikawa-Diagramm und auch auf den roten Faden. Fangt ihr am Anfang an und kommt am Ende raus oder ist das eher so ein großes Wirrwarr? Deshalb überlegt euch schon vor der Prüfung, wie ihr vorgehen wollt, damit diese Methodenkompetenz auf jeden Fall ein Punkt ist, wo ihr punkten könnt. Das dritte Bewertungskriterium ist die kommunikative Kompetenz. Und dabei wird von den Prüfern geschaut, wie geht ihr mit stressigen Situationen um? Wie reagiert ihr auf kritische Nachfragen und wie spontan seid ihr auch? Und wenn ihr alle drei Bewertungskriterien erfüllt, dann seid ihr auf der sicheren Seite und werdet das Fachgespräch und die Präsentation mit einer sehr guten Note bestehen. Ja, vielen Dank, Herr Lackner, für die schöne Präsentation. Wir würden dann jetzt rübergehen zu der Fragerunde. Und meine erste Frage wäre an Sie, warum haben Sie das Ishikawa-Modell verwendet und nicht den PDCA-Zyklus? Das ist eine sehr gute Frage, Dankeschön. Also, das Ishikawa-Diagramm ist ja das Ursache-Wirkungsdiagramm. Und in der Aufgabenstellung sollte ich die Wirkung und die Ursache analysieren. Ich wollte erstmal wissen, warum das Problem auftritt und wie wir es dann abstellen können. Der PDCA-Zyklus ist ein schönes Tool aus dem Qualitätsmanagement, Plan, Do, Check, Act oder Deeming-Zirkel genannt. Und da geht es aber mehr um das Umsetzen. Und da hätte es mir gefehlt, dass ich auch wirklich auf die Ursachen komme. Und da brauchte ich einfach das Brainstorming aus dem Team und auch diese Ursachen und diese Strukturierung des Ishikawa-Diagramms. Und deswegen war es da meiner Meinung nach besser geeignet als der PDCA-Zyklus. Wenn wir aber beispielsweise die Maßnahmen jetzt umsetzen wollen, da könnten wir sehr gut den PDCA-Zyklus nutzen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen diese Regeltermine einführen und da auch dann
das Kontrollieren, dann würde ich auch sagen, wir nehmen den PDCA-Zyklus, aber um die Ursachen herauszufinden, ist das Ishikawa-Diagramm meiner Meinung nach die bessere Wahl. Dankeschön. Um da an dem Punkt anzusetzen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, bei dem Brainstorming noch mehr Personen einzuladen? Es gibt ja doch zum Beispiel auch noch Leute aus dem Einkauf oder der Konstruktion. Warum waren die nicht dabei? Wir haben darüber nachgedacht, auch noch mehr Personen einzuladen zu unserem Brainstorming. Aber wir haben da eher nach dem Motto gehandelt, viele Köche verderben den Brei, und haben uns wirklich auf den engeren Kreis fokussiert, die auch näher am Produkt zum einen und auch an der Fertigung sind, weil wir da schon das Problem vermutet haben. Wenn wir jetzt kein Problem gefunden hätten und keine Lösung gefunden worden wäre, dann wären wir auch auf Ihren Vorschlag zurückgekommen und hätten noch andere Personen eingeweiht bzw. bei der Hilfe beteiligt. Aber für uns war es in diesem Fall einfach nicht notwendig und wir haben da den Kreis eher klein gehalten. Okay, was waren denn die Gründe überhaupt für die Wahl eines neuen Granulats? Wie das häufig üblich ist, war das Geld. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wie können wir die Kosten etwas senken? Wie können wir die Fertigung optimieren? Und da wurde dann ein neuer Lieferant ausgewählt, damit die Produkte ein bisschen günstiger werden in der Herstellung. Und wie würden sich diese verringerten Kosten des Granulats auf den Break-Even-Point auswirken zum Beispiel? Bitte erklären Sie uns diesen Sachverhalt unter Verwendung einer Zeichnung. Okay, also der Break-Even-Point, da gibt es ja die klassische Zeichnung. Also da zeichnen wir uns erstmal ein Diagramm auf, bei dem wir die Stückzahl x in Stück oder die Menge einzeichnen und dann haben wir hier noch eine Geldachse. Und der Break-Even-Punkt ist immer der Punkt, ab dem wir beginnen, kostendeckend zu arbeiten. Wir haben erstmal, ja, egal wie viele Teile wir produzieren, haben wir fixe Kosten. Die kann ich mal hier benennen mit K fix. Und da ist es wirklich egal, wie viele Teile wir produzieren, die sind immer da. So. Und dann haben wir aber auch noch variable Kosten. Diese Kosten sind davon abhängig, wie viele Teile wir wirklich produzieren. Zum Beispiel fallen die Kosten für unser Material, was wir verbrauchen, nur an, wenn wir es auch wirklich verbrauchen. Und dann wäre es jetzt bei uns in dem Fall so, dass je mehr wir produzieren, desto höher werden auch die Kosten. Das heißt, die variablen Kosten, die steigen mit der Steigung klein KV, so, also 1 Euro pro Stück beispielsweise. So. Und das ist jetzt unsere sogenannte Kostenkurve. Kostenkurve groß K von X und die setzt sich zusammen aus unseren fixen Kosten groß KV plus groß KF, Entschuldigung, plus klein KV mal X. So. Und der Break-Even-Punkt, der tritt nun auf, wenn sich unsere Kostenkurve mit unserer Umsatzkurve trifft. So, unsere Umsatzkurve ist unser Preis P multipliziert mit der Ausbringungsmenge. Und das wäre jetzt hier der Break-Even-Punkt. BE. Punkt. So. Und das bedeutet für uns jetzt, dass der Umsatz, das heißt der Preis multipliziert mit unserer Menge, genauso hoch ist wie die Kosten. Unsere Fixkosten plus die variablen Kosten multipliziert mit der Stückzahl. Und Ihre Frage war ja jetzt, was passieren würde mit dem Break-Even-Punkt, wenn wir geringere Materialkosten haben. Da würde ich jetzt mal die Farbe blau nehmen,
Und wir haben den gleichen Startpunkt. Die Fixkosten ändern sich jetzt nicht, nur weil wir günstigeres Material beziehen. Aber die Steigung ist nicht mehr so hoch. Und ich mache das jetzt mal hier ganz extrem. Wir haben jetzt hier viel geringere variable Kosten. Das soll übrigens eine gerade Linie sein, nur meine Hand ist leider nicht so ruhig. Und man sieht jetzt hier sehr schön, dass die Steigung geringer ist. Und der Break-Even-Punkt wäre schon hier. Und wenn wir dann das mal vergleichen, bei der Menge in Stück, also x neu und beispielsweise x alt, sehen wir, dass wir eine viel geringere Stückzahl brauchen, um den Break-Even-Punkt zu erreichen. Und das würde dann auch bedeuten, einfach, dass wir viel weniger verkaufen müssen, damit wir kostendeckend arbeiten. Das heißt, x neu ist einfach geringer als x alt. Das war eine sehr schöne Erklärung, Herr Lackner, aber das ist so nicht korrekt. Tut mir leid. Wo genau ist da Ihrer Meinung nach der Fehler? Sind Sie sich sicher, dass die zweite Kostenkurve wirklich korrekt eingezeichnet ist? Also diese blaue Kurve hier habe ich auch eingezeichnet bei K-Fix. So, K-Fix, das ist ja unabhängig davon, wie viel wir produzieren. Und die variablen Kosten ist ja die Steigung. Also ich kann das hier vielleicht nochmal verdeutlichen, dass es hier gerade steigen muss. So. Aber an sich bin ich mir sehr sicher, dass die Kostenkurven hier richtig eingezeichnet sind. Keine Sorge, Herr Lackner. Das war doch nur ein Stresstest, den Sie mit Bravour gemeistert haben tatsächlich. Haben Sie denn noch weitere Fragen an mich? Also von meiner Seite aus haben Sie alle Fragen beantwortet. Ich wäre somit wunschlos glücklich und würde hiermit auch die Prüfung beenden. Vielen, vielen Dank und hat mir viel Spaß gemacht. Uns auch. Vielen Dank. So, das war jetzt die Fragerunde. War ein bisschen kürzer, als es dann de facto im Fachgespräch war. Aber ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall mitgenommen habt, dass zum einen Fragen zu eurer Präsentation kommen können, aber auch andere Fragen, wie beispielsweise hier das Break-Even-Diagramm und dass ihr da auf alles vorbereitet sein müsst, dass ihr was zeichnen müsst und dass auch mal vielleicht ein kleiner Stresstest kommen kann und die Prüfer und Prüferinnen gucken möchten, wie reagiert ihr, wenn euch wer sagt, eure Antwort wäre falsch, obwohl sie richtig ist. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr könnt aus diesem Video viel lernen und fühlt euch gut auf das Fachgespräch, die Präsentation und eure letzte Prüfungsleistung auf dem Weg zum Meister vorbereitet.